Diddy wurde in New York verhaftet. Sean Diddy Combs was arrested tonight. The Homeland Security agents took the music mogul into custody tonight. Bitte urteilt nicht, bevor ihr alle Fakten kennt, denn dies sind die Handlungen eines unschuldigen Mannes, der nichts zu verbergen hat. Combs abused, threatened and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation and conceal his conduct. That used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery and the obstruction of justice. Brandstiftung. Does the memo address or is your office concerned with Holmes' safety in custody given what happened with Epstein? Hat er auch viel über Ähnlichkeiten und Parallelen. Bin ich mir fast sicher, dass ähnliche Beamte daran arbeiten wie damals bei Epstein. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf den Analog Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Diddy wurde in New York verhaftet. Ist schon länger her, als wir uns mit dem Thema P. Diddy auseinandergesetzt haben. Und jetzt habe ich gesehen, ein Video von Ben Bugatti vor 13 Stunden. P. Diddy wurde endlich verhaftet. Crazy. Also, ja, ich habe das schon, ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, um ehrlich zu sein. Und ich habe mir gedacht, ob da überhaupt nochmal irgendwas passieren wird. Aber jetzt anscheinend haben die ihn festgenommen. Ich denke mal zu Recht. Also die Sachen, die wir so mitbekommen haben, die sprechen auf jeden Fall dafür, dass der Bruder... Ach so, jetzt fällt mir gerade erst ein, auch das Video mit Cassie und so, ne? Wo der die zusammengeschlagen hat in der Lobby und so. Das ist krass. Auf jeden Fall hat er es verdient. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum die ihn verhaftet haben oder die anderen Accusations, die so noch im Raum stehen bei dem Cousin. So wie ich gehört hatte, war das angeblich verjährt mit der Cassie-Sache. Aber vielleicht auch nicht. Wir werden jetzt hier mehr erfahren. Wir gehen da rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Werdet Mitglied. Und jetzt würde ich sagen, wie immer geht der Peter los, Digga. Und los. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Breaking news, Sean Diddy Combs was taken into federal custody in New York. Sean Diddy Combs was arrested tonight. The Homeland Security agents took the music mogul into custody tonight. Hey, yo, was geht, Freunde? Was geht ab, Bro? Das Ayo kommt von Seite, kommt wild auf jeden Fall. Ich saß gerade am Skript zum nächsten Video, als plötzlich eine Nachricht erschien, auf die viele schon lange gewartet haben. Denn gestern Abend um 22 Uhr New Yorker Zeit wurde P. Diddy in New York festgenommen. Laut den Staatsbehörden war die Verhaftung ursprünglich für Dienstag, also heute geplant. Doch aufgrund einer angeblichen neuen geheimen Anklage, von der die Öffentlichkeit bisher noch nichts gehört hat, oh shit, for real? Vor kurzem eingereicht wurde, griff die Polizei einen Tag früher zu, wie TMZ berichtete. Die Polizei verhaftete Diddy in der Lobby eines Hotels in Manhattan und brachte... Jetzt machen die wieder so einen mysteriösen Vibe daraus. Eine neue Anklage, von der niemand was weiß in der Öffentlichkeit. Was kann das denn sein? Dann in ein nahegelegenes FBI-Büro. Bis jetzt ist unklar, welche Anklagen auf Diddy warten. Doch heute um 11.30 Uhr New Yorker Zeit, also bei uns um 17.30 Uhr, wird der Staatsanwalt eine offizielle Pressekonferenz halten, in der er auf alle Anklagen gegen Diddy eingehen wird. Natürlich werde ich mich danach sofort an ein Video setzen und darüber berichten. Nach der Verhaftung von Diddy gab sein Anwalt schon ein kleines Statement ab, in dem es hieß, Sean Diddy Combs ist eine Musikikone, ein selbstgemachter Unternehmer, ein liebevoller Familienvater, hör auf zu schleimen, Bro. Und ein bewährter Philanthrop, der die letzten 30 Jahre... Und ein Frauenschläger, der anscheinend auch mit Minderjährigen irgendwas zu tun hat und definitiv auch mal die ein oder anderen Ausflüge aufs andere Ufer macht. So. Hätte man auch noch mit dazu sagen können, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. ...mit verbracht hat. Das Letzte ist jetzt nicht verwerflich, so, ne? Ich habe nichts gegen Schwule, nur dass ihr Bescheid wisst, bevor ich hier wieder als homophob dargestellt werde oder was auch immer. So. Ich wollte es nur mit erwähnen, weil es gehört auf jeden Fall auch in seine Legacy rein. Ein Imperium aufzubauen, seine Kinder zu lieben und die schwarze Gemeinschaft zu schützen. Ja, genau, ein Philanthrop. Das hat ja die ganze... So wie Bill. Bill Gates, auch Philanthrop, bester Mann. ...bei den geleakten Aufnahmen von Diddy und Cassie gesehen. Naja, im Statement von Diddys Anwalt hieß es weiter, er ist nicht perfekt, aber kein Krimineller. Zu seinem Verdienst war Herr Combs während der gesamten Untersuchung äußerst kooperativ. Bro, ich finde das so auch anmaßend, ne? Nach diesem Video, was rausgekommen ist, wie der die Cassie zusammengeschlagen hat, so, ne? Zu behaupten, dass er kein Krimineller ist, Bro, das ist ein Crime. Das ist ein Crime, Bro.
ist ein Crime auf Kamera festgehalten. What the fuck? Er ist kein Krimineller. Er ist auch nicht perfekt. Das hat nichts mit perfekt zu tun. Keiner ist perfekt, aber man schlägt keine Frauen fertig aus. Und ist letzte Woche aufgrund der Anklage frei. Und ich will nicht wissen, was sonst noch abgelaufen ist bei Diddy. Also der hat definitiv auch die ein oder anderen illegalen Machenschaften am Laufen. Kannst mir erzählen, was du willst. Willig nach New York gezogen. Bitte urteilt nicht, bevor ihr alle Fakten kennt. Denn dies sind die Handlungen eines unschuldigen Mannes, der nichts zu verbergen hat. Und Bro. Freut sich darauf, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen. Ich bin wirklich gespannt, was heute bei der Pressekonferenz bekannt gegeben wird. Denn die... Same, die müsste jetzt eigentlich schon raus sein, ne? Sollen wir uns die im Anschluss direkt reinziehen? Diejenigen unter euch, die meine zweiteilige Doku über Diddys Geheimnisse gesehen haben, wissen, dass die Anklagen gegen Diddy eigentlich endlos sein müssten. Ich bleibe natürlich weiterhin für euch dran. Doch was sagt ihr zu dem Ganzen? Denkt ihr, Diddy wird schnell wieder auf freiem Fuß sein? Oder wird er erstmal weg vom Fenster sein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kommt drauf an jetzt, ne? Ob die ein Exempel statuieren wollen oder nicht, ob die ihn wirklich auch hinter Gittern haben möchten oder nicht, welche mächtigen Leute ihn beschützen, gegen wen er was in der Hand hat und so. Es spielt nicht unbedingt eine Rolle, ob er unschuldig ist oder schuldig ist, das haben wir ja gesehen, auch bei Epstein und so, sondern wer ihn ans Messer liefern möchte und wer hinter ihm steht und weißt du, wen er in der Hand hat, was für mächtige Leute da involviert sind, das ist so das, wo es dann quasi drauf ankommt, was mit ihm passiert oder nicht. So. Crazy stuff. Das ist jetzt vor 13 Stunden online gekommen. Hat er ein Update schon rausgehauen? Nee. Noch kein Update, aber warte mal ganz kurz. Diddy. Press Conference. Da ist das Ding. Diddy. Combs abused. Ja, das müssen wir uns angucken. Sorry, Alter. Für alle, die kein Englisch können, tut mir leid. Ich habe deutschen Untertitel reingeschmissen, aber es muss im Video mit rein auf jeden Fall. Das ist schon interesting. Ich will das jetzt wissen. Ich sage ehrlich, für alle, die kein Englisch können, ich weiß nicht. Also ich würde euch wirklich ans Herz legen, mal Englisch zu lernen, weil die wahren Infos, egal in welchem Bereich, die gibt es nur auf Englisch meistens. Die Deutschen ziehen auch immer mehr nach, aber Englisch muss man schon können in der heutigen Zeit. Ich liebe euch. Morning everyone. My name is Damian Williams. And I'm the U.S. Attorney here in the Southern District of New York. Er schreibt US-Anwältin hier im südlichen Bezirk von New York. Today I'm announcing the unsealing of a three-count indictment, charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate Erpressungsverschwörung, Sexhandel und transportation for prostitution. The indictment alleges that between at least 2008 and the present, Combs abused, threatened and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct. As alleged in the indictment, to carry out this conduct, Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity, including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Brandstiftung. Let me say Behinderung der Justiz. Oh shit. A little bit more about the charges. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force and coercion to cause. Das Ding ist halt, wenn du so guckst, die haben ja solche Anschuldigungen schon bei vielen Leuten rausgehauen und ich denke auch, dass diese Themen, also Sex Trafficking und diese ganzen Sachen auch oder Abuse und solche Sachen auch oft genutzt werden, um Menschen mundtot zu machen, ne? Hundertprozentig. Also ich gab es ja in der Vergangenheit schon öfter Beweise dafür, dass Männer, die unangenehm geworden sind, dann mit diesen Anklagen konfrontiert wurden, um die mundtot zu machen und deren Ruf zu versauen. Russell Brand zum Beispiel, Andrew Tate. Aber bei Diddy ist halt das Ding, dass wir dieses Video alle gesehen haben. Wir haben das Video gesehen, wie der auf Cassie eingeschlagen hat und was der da gemacht hat und wie ekelhaft der da ausgerastet ist. So, es gibt einfach auch viel zu viele Beweise, die dafür sprechen, dass der Bruder echt gestört war, gerade im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Und deswegen, ich vermute, dass da sehr viel Wahrheit dran steckt. Drin steckt. I don't know. To engage in extended sexual performances with male commercial sex workers,
some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned. Wahrscheinlich wird er sich im Knast auch das Leben nehmen. Würde mich nicht wundern, wenn das ähnlich endet wie der Epstein-Fall. Controlled the sex performances, which he called freak-offs. Und das ist jetzt das Krasse so. Der hat ja diese Freak-offs gemacht, ne? Wo auch sehr viele Celebrities mit involviert waren angeblich so. Und da kommen wir jetzt wieder, und nicht nur Celebrities, auch bekannte, mächtige Menschen so aus der Musikindustrie generell. Und da kommen wir zu den wirklich spannenden Themen. Und das ist auch der Grund, warum eventuell der nicht verklagt wird oder warum er eventuell dann auch sich selber erhängt, obwohl es gar nicht möglich ist eigentlich, warum die den beiseite räumen. Weil sonst müssten noch viel mehr Leute über die Klinge springen. And he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics, such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs. And that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. On one occasion in March of 2016, that conduct was captured on video and later reported in the media. Das meinte Cassie. Specifically, Combs kicked, dragged, and threw a vase at a victim in a Los Angeles hotel. Das war so verstörend, das Video. Ich sag dir ehrlich, das hat mich voll, Bruder, das war so krank. Das war so krank, Mann, die Arme, Alter, ich schwör's dir. The victim was attempting to flee. As alleged, these assaults often resulted in injuries to the victims, which took days or weeks to heal. In addition to the violence, the indictment alleges that Combs threatened and coerced victims to get them to participate in the freak-offs. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. Also der hat diese Aufzeichnungen und diese Aufnahmen, die der gemacht hat bei den Freak-Offs, dann dafür benutzt, um diese Mädels wahrscheinlich oder auch Jungs dann wieder dazu zu zwingen, weiterhin solche Sachen mit ihm zu machen. So. Kranke Scheiße, ich weiß. Ich hab's ja auch in einer Reaction schon gesagt, das ist dieses Machtgeile. Das sind diese Menschen, die schon so viel Macht, Power und Geld haben und sich damit alles kaufen können. Die wollen ihre Macht noch auf anderen Ebenen ausnutzen. Und dann geht es meistens in so eine sexuelle Richtung rein. Irgendwas halt Verbotenes machen, zwingen, Zwang involviert und diese ganze Scheiße, weißt du, was ich meine? Das ist einfach, die kriegen nicht genug von diesem Ausüben von Macht auf Schwächere. Also, ganz krass. Ich sag halt, viel Geld und Macht zeigt deine wahre Persönlichkeit, beziehungsweise holt raus, was du eigentlich, was du auch tief in dir hast, so. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support or housing, by promising them career opportunities, by monitoring their whereabouts, and even by dictating their physical appearance. Das ist halt ekelhaft, weißt du, dass der das ausnutzt. Das hat er bei Cassie hundertprozentig auch gemacht, so. Man muss ganz klar dazu sagen, man kann da trotzdem immer noch Nein sagen, ne? Egal ob der droht oder nicht droht, man kann trotzdem sagen, nein, mit so einem Typen will ich nichts zu tun haben, ob ich jetzt Karriere-Opportunities bekomme oder nicht, ich mache da nicht mit, ich spiele da einfach nicht mit, weil das zu asozial ist und ich lasse mich hier nicht bedrohen von dir, so, weißt du, aber gerade wenn du jung bist, schwache junge Mädels und auch Jungs, weißt du, die unbedingt Stars werden wollen, dann kommen halt so eine Wichser um die Ecke und nutzen das halt aus. Because of all of this, the indictment alleges that the victims did not believe they could refuse Combs without risking their security or facing more abuse. Yeah. The indictment also alleges other acts of violence undertaken by Combs and others, including violence against witnesses to his abuse, kidnapping, and arson. The indictment alleges that on more than one occasion, Combs carried or brandished firearms to intimidate and threaten victims and witnesses. Noch mit Gun und so, weißt du? Now, Combs did not do this all on his own. As I mentioned, Combs has been charged with RICO conspiracy. He used his business and employees of that business and other close associates to get his way.
Those individuals allegedly included high-ranking supervisors in the business, personal assistants, security staff. High-ranked supervisors, bro. Das sind die ganzen Executives und so waren auch involviert, hundertprozentig. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der auch die ein oder andere Connection zu irgendwelchen entweder Geheimdiensten oder auch Regierungsleuten hatte. And household staff. The indictment alleges that those individuals facilitated the freak-offs. They booked the hotel rooms and stocked them with the supplies, including drugs, baby oil, personal lubricant, extra linens, and lighting. When the hotel rooms got damaged, they helped clean it up. They arranged for victims and commercial sex workers to travel for the freak-offs, and they delivered large quantities of cash to Combs to pay for the commercial sex workers. The indictment also alleges that they helped Combs cover up his crimes. During the March 2016 incident at the LA hotel that I mentioned earlier, a member of the hotel security staff intervened, and Combs attempted to bribe the staff member with a stack of cash. Krass, also bei der Cassie-Geschichte war ein Hotelmitarbeiter, der eigentlich dazwischen gehen wollte, und der Didi hat den mit einem Stack Cash einfach stillgestellt. Das ist auch crazy, Bro. Niemals würde ich das mitmachen, niemals, wenn ich sowas sehen würde. Niemals. To make sure that what happened was kept quiet. And as the indictment alleges, in late 2023, after public allegations... Mich würde auch mal interessieren, wie das Tape dann an die Öffentlichkeit gekommen ist, so spät aber erst, weil es so 8 Jahre nachdem das passiert ist. ...made about Combs' crimes, he and others pressured witnesses and victims to stay silent, including by making phone calls to witnesses and victims and giving them a false narrative of what they had experienced. And as alleged, Combs used others to help conceal his abuse by monitoring and preventing victims from leaving a location in order to hide their injuries, or by locating and contacting a victim who had attempted to flee. As part of this investigation, in March of this year, special agents from HSI executed search warrants at Combs' residence in Miami and Los Angeles. They also executed a warrant for Combs' electronic devices. During those searches, agents seized evidence of the crimes charged in this indictment. They seized firearms and ammunition, including 3 defaced AR-15s and a large capacity drum magazine. Der hat 3 AR-15s gehabt, oder was, bro? Zu Hause? They also seized evidence of the freak-offs, electronic devices that contain images and videos of the freak-offs with multiple victims. Okay, die haben Bilder und Videos gefunden. And they seized cases and cases of the kinds of personal lubricant and baby oil that Combs' staff allegedly used to stock hotel rooms for the freak-offs. More than 1,000 bottles altogether. 1,000 bottles baby oil, bro. Here are some of the items that we recovered during the searches. Krass, jetzt zeigen die Bilder, oder was? As you can see here, this is a drum magazine, large capacity, and it contains, I believe, 59 rounds. I mentioned as well, we recovered 3 AR-15s. This is a close-up shot of one of the AR-15s, and you can see right here, the serial number has been thoroughly defaced. Einfach Seriennummer weg rausgekratzt, Bruder. Another picture of more ammunition and parts of 2 AR-15s right there. Now, I want to be clear about 2 things. First, this office is determined to investigate and prosecute anyone who engages in sex trafficking, no matter how powerful or wealthy or famous you may be. Statement. Statement. Das hört ihr den Unterton? Ansage an alle mächtigen Menschen da draußen, die in Sexhandel involviert sind, so weißt du? First, this office is determined to investigate and prosecute anyone who engages in sex trafficking, no matter how powerful or wealthy or famous you may be. No one should doubt our commitment on that. Ist so, ich hoffe, du folgst deinen Worten. Ich hoffe, Taten folgen. A year ago, Sean Combs stood in Times Square and was handed a key to New York City. Today, he's been indicted and will face justice in the Southern District of New York. Second, we are not done. This investigation is ongoing,
and I encourage anyone with information about this case to come forward and to do it quickly. Anyone with information can call 1-877-4-HSI. Okay, die wollen den richtig an den Eiern haben. Die haben den jetzt losgelassen, glaube ich, weißt du? Jetzt hier freiwillig. Wir müssen den loslassen. Hi. Mich interessiert, ob die Männer hinten dran, seine Mentoren und so, ne? Wie der eine Cousin, wie heißt er? Da gibt's auf jeden Fall den ein oder anderen, der hinter ihm stand die ganze Zeit, ne? Diese heftigen Musik-Executives und so. Mal gucken, ob da auch einer dran gekriegt wird. Oder ob dann wieder nur die Rapper-Jungs innen dann dran glauben müssen. Oder ob auch die Leute im Hintergrund mal auch irgendwas abbekommen, weißt du? Tip. I want to express my deep appreciation for the victims and witnesses who have used their voices and helped bring this criminal conduct to light. I would not be here without them. I also want to thank the dedicated case agents on the HSI trafficking in person squad. Wir brauchen einen Sündenbock, damit die Menschen Ruhe geben. In New York, they have been with us since day one and have worked tirelessly on this investigation. They will continue to be invaluable partners to us. I also want to thank the incredible agents and analysts from SCNY who have also provided tremendous assistance on this case. I'm deeply grateful for their continued work. And finally, I want to thank the outstanding career prosecutors from SCNY who are handling this case. Meredith Foster, Emily Johnson, Chrissy Slavik, Madison Smizer, and Mitzi Steiner, and their supervisors, Jamie Backliebter and Jacqueline Kelly. They are members of the Civil Rights Unit in our criminal division. I am deeply proud of their work on this and Eric Katursky, ABC. Thanks, Nick. Damien, thank you. So many. Other cases. Fragen, Digga, okay? I'll now take some questions. Eric Katursky. Ich werde einige Fragen nicht beantworten. Er hat gesagt, I'll take some questions. Also er wird jetzt ein paar Fragen nehmen. ABC. Thanks, Nick. Damien, thanks. The indictment describes aggressive, open, violent, hedonistic abuse that you say was recurrent and widely known. Why did it take law enforcement so long to intervene? How many women were victimized by Sean Combs and how many others were involved? Good question, bro. Look, our investigation. Why did it take so long? Investigation is ongoing. We are committed to bringing justice to everyone who's been victimized by the defendant. I can't tell you why it took so long. I think the better focus is on the fact that we are here today. And we are committed to making sure that justice is done. Next question. Ignoriert die Frage. Thank you. Julia Ainsley, NBC. Thank you for doing this. You said we are not done and that Combs did not do this alone. Do you foresee that there could be other charges related to this case? I'm not taking anything off the table. Janet Fisher, Newsday. What's the difference between the sex trafficking and promoting travel for the purpose of prostitution? Well, there are different crimes with different elements. I think we should get into the nitty-gritty of the legal discussion right now, but the sex trafficking, we believe, they're all serious offenses, but the sex trafficking conduct carries some significant penalties, and we are gratified that we were able to bring that charge. Is one more coercive than the other? I'm not going to be able to get into that, but you can look it up, and yes, sex trafficking, especially when it involves coercion or force, is a very serious crime, and it carries significant penalties. Good afternoon, Darla Miles, ABC 7 New York. Thank you for this press conference and for the details. Two questions. In context of this indictment and the information that was presented to the grand jury, are you able to clarify the number of victims? It's mentioned plural in the indictment, but can you specify the number of victims just for this particular indictment? And secondly, can you provide details about the alleged arson? Unfortunately, I'm not able to provide either. The number of victims you are... Okay, Digga, der wird dir keine Frage beantworten, politisch, ne? Der wird dir keine Frage vernünftig beantworten. Aber wir haben die Anklageschrift gehört. Wir wissen jetzt genau, um was es geht hier in dem Diddy-Fall. War mir wichtig, da mal reinzugehen und mal reinzugucken. Also das sind auf jeden Fall die Dinge, die ihm vorgeworfen werden. Ich guck mal hier hinten nochmal. The trial is part of our obligations to keep people safe as well. It's part of the criminal justice system. So
But I do not draw any sort of connection between Jeffrey Epstein's suicide. Oh, warte mal kurz, was? Doing this. AR-15s, two of the three defaced AR-15s were found. Jetzt ist Epstein-Verbindung, warte mal ganz kurz. In his bedroom closet in Miami, broken down into parts, along with magazines, with ammunition loaded in them. So some of that detail is in the detention letter. Beyond that, I'm not going to be able to get into where other items were stored. Ben Kochman, Post. Hey, thanks for doing this. Your office was the office that had been prosecuting Jeffrey Epstein. Krass, also das ist dasselbe Office, wo auch der Jeffrey Epstein angeklagt wurde. Das ist dieselbe Staatsanwaltschaft. He died in custody. I have not read your detention memo yet. It's the first thing I'm going to do after this ends. But does the memo address, or is your office concerned with Combs' safety in custody, given what happened with Epstein? So we are concerned with anyone's safety whenever they are detained prior to trial. It's part of our obligations to keep people safe as well. It's part of the criminal justice system. So, but I do not draw any sort of connection between Jeffrey Epstein's suicide and what may or may not happen to any other defendant while they are detained pretrial. And sagst du jetzt schon, wa? Was ist, wenn das Gleiche passiert? Was sagst du dann? Of course, the decision whether to detain the defendant will be up to a judge. Our position is that pretrial detention is warranted under the law and based on the facts of this case, and I'll leave it at that. Are some of the prosecutors on this case some of the same prosecutors that had been handling that or that worked on the Maxwell case? So I'm not going to get into the staffing. I will say that this team... Hundertprozentig. So groß ist so ein Staatsanwaltsbüro auch nicht, ne? This group of AUSAs, this incredible group, has been working on this case around the clock. Hat er auch viele Ähnlichkeiten und Parallelen, deswegen bin ich mir fast sicher, dass ähnliche Beamte daran arbeiten wie damals bei Epstein. And they've had their hands full. Next question. Gus Rosendale, NBC News. Good morning, sir. Combs' attorney said... Jeder muss das tun, was amazing findet. That his client has been cooperative with investigators. He said that this morning. I was wondering if you would have a reaction to that. Let me just say this. I think that generally and with increasing frequency, the word cooperative or cooperating has taken on tremendous elasticity and no longer really bears any relation to what the word means when we use it in a very specific context. So responding to lawful process and the like does not qualify as cooperation when we use that term here. Mike Sisak, AP. Thanks. To that end, was there any discussion of Mr. Combs surrendering? I understand he was taken into custody at a hotel in Manhattan last night, and maybe that wasn't the plan. Can you elaborate on how that came about and why that was? I'm not going to be able to get into any sort of operational details as to how he was taken into custody and when. He is in custody right now. He will be appearing in court. Okay, das ist, wäre aber schon sehr interessant gewesen, weil die ja angeblich gesagt haben, dass es noch irgendeine andere Anklage oder einen Grund hatte, weil der eigentlich ja erst am nächsten Tag verhaftet werden sollte, so weißt du. Das hätte mich jetzt schon interessiert. Today. Was there any discussion of him surrendering, given, you know, they claim he's cooperating? I'm not going to be able to get into law enforcement tactics or operations. Well, I can't get into the charging decision. It is denying him his wishes, as we allege. Bring allegations against other members of his companies or other co-conspirators as well. I can't take anything off. I can't say anything about that. I can't say anything about that. And this is not because this is not. And I can't say anything about that. Ja, ist okay, Bro. Du kannst nichts sagen. Aber es war trotzdem interessant. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Jetzt haben wir das Thema auch so komplett aufgearbeitet, weißt du? Nur das Ben Bugatti-Video war ein bisschen
ja, unaussagekräftig. Jetzt wissen wir da mehr Bescheid und das werde ich dann direkt morgen zusammen auch einfach hochladen, damit ihr da Bescheid wisst, falls ihr erst später reingekommen seid, dass wir das auch aufgearbeitet haben. Interessante Geschichte. Ich bin gespannt, ob und was da noch passieren wird. Ich liebe euch auf jeden Fall. Love Gang ist am Start. Eure Gedanken dazu natürlich unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. Da muss man hier und da mal auf den originalen englischen Content zurückgreifen, damit man noch ein bisschen voraus ist. So, weißt du? So, da gab's noch keine Übersetzung auf Deutsch oder so, deswegen sind wir da reingegangen. Ja, man, interesting. Gespannt, wie das weitergeht.